Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fishing Planet bei Teil 2 unseres Alaska-Abenteuers. Ja, immer noch hier unterwegs. Ein paar Fische haben wir noch zu fangen, die wir beim letzten Mal nicht erwischt haben. Und deshalb wollen wir mal anfangen. Ich habe mir natürlich ein paar Stellen nochmal angeguckt, nochmal ein paar Köder durchprobiert in der Zeit. Und hoffe, dass wir jetzt was fangen werden. Das Ding ist, gerade gab es ein Update, jetzt habe ich hier wieder einen Wolkentag. Was habe ich natürlich nicht probiert, Wolkentag, ja. Also, versuchen wir einfach. Das Ding ist, egal was man für ein Wetter hat, man muss sich eigentlich echt nur nach dem Graph richten. Auch bei den einzigartigen Weißzeiten. Und du willst, vergesst da irgendwelche speziellen Zeiten. Angelt dann, wenn der Graph hoch ist, und dann fangt ihr die. Hier zum Beispiel der Silberlachs, ich weiß gar nicht, welcher für Uni-Zeiten hatte, aber die fängst du bis 11 Uhr, bis 12 Uhr fängst du die noch. Von daher, einfach wenn die Zeit hier hoch ist, fängst du die komplett durch. Genauso bei Sonne fängst du die auch morgens und abends. Eigentlich fängst du alles, also alle einzigartigen und Trophäenfische fangt da bei den Zeit, wo der Graph hoch ist. Das schon mal vorneweg. Und dann habe ich mir natürlich hier meine Lieblingsstelle angeguckt, denn die finde ich ja hier immer noch richtig nice mit den flachen Gewässern. Da wollen wir erstmal versuchen, ein paar Buckelachse zu fangen, denn die sind da zu Hauf vorhanden. Und weil es so flach ist, nehmen wir mal den 1 Meter Crankbait. Und damit sollten wir den fangen. Wir können auch mit der Pose fangen, das machen wir danach mal. Oh, ja, zack, zack. So, 1 Meter Crankbait drauf. Und wir gehen mal ans Gewässerchen. Ich muss auch die Zeit vorspulen, weil wir jetzt hier natürlich bei einem Wolkentag überhaupt nicht in der Beißzeit sind. Ja, also ich spule mal kurz auf 17 Uhr sowas vor. Dann ist auch der Regen weg und wir sind in der Nachmittagszeit, wenn der Graph weiter hoch ist. Und dann gehen wir einfach direkt schön zu der Lücke hier und dann ziehe ich dann einfach mal da durch und gucke mal, ob ich anfange. Da habe ich auf jeden Fall schon ein paar Buckelachse erwischt, aber ehrlicherweise habe ich hier nichts anderes gefangen. Beziehungsweise eine Stierforelle oder wie die heißt. Die habe ich hier oben auch noch gefangen, aber ansonsten waren hier oben echt nur Buckelachse unterwegs. Allerdings noch kein einzigartiger. Muss ich auf jeden Fall nochmal weiter versuchen, ob ich den erwisch. Meistens sieht man, wenn die anbeißen, weil die dann einmal aus dem Wasser hüpfen vorher. Ich glaube, das ist ein Bug, weil das Wasser jetzt zu flach ist. Die jumpen dann einmal so aus dem Wasser raus und stürzen sich dann erst auf den Köder. Vielleicht kriegen wir das zu Gesicht, wenn wir denn überhaupt einen zu Gesicht bekommen. Wenn nicht, müssen wir vielleicht nochmal eine Stunde weiter vorspulen. Aber ich hoffe, dass wir hier auch schon was fangen um die Zeit. Beim ersten Versuch sieht das aber erstmal schlecht aus, wobei manchmal kommt hier vorne nochmal einer. Ich glaube, das ist der helle, den wir beim letzten Video hatten, hier an der Stelle. Das war auch ein Buckelachs und keine Forelle, wie erst vermutet, aber könnte auch durchaus eine Stierforelle gewesen sein, denn die sehen auch so hell aus, aber ich tippe eher auf den Buckelachs, weil ich halt bis jetzt hier nur die Buckelachse gefangen habe. Einfach mal auf Stufe 1 hier durch. Und beten, dass da was passiert. Hier haben wir auf jeden Fall nicht so eine krasse Strömung wie in den anderen Gewässerabschnitten. Wir werden gleich auch noch versuchen, ein paar Forellen zu fangen. Da ist auf jeden Fall mega krasse Strömung. Ja, da schwimmt einer hinterher. Und der hängt. So. Haben wir den ersten Buckelachs an der Leine. Also mit dem Crankbait. Diesmal ist er nicht aus dem Wasser vorgesprungen. Und da haben wir einen. Schöne Regenbogenfarben hat der. Der glitzert so schön Perlmuttfarben an den Kiemdeckeln. Sieht eigentlich ganz nice aus. Trophäending habe ich davon auch schon gefangen, aber wie gesagt, noch keinen einzigartigen. Aber ich weiß, dass es den gibt. Und ich würde fast sagen, den kann man ja auch hier fangen. Weil man halt hier so viele Buckelachse fängt. Ich kann auch einfach in den Arm werfen. Eigentlich ist das hier ziemlich egal, wo man hinwirft. Aber wenn man in den Arm wirft, wirft man Strom auf. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Stufe 1 mache, passiert da relativ wenig. Ja, die Schnur bleibt locker. Ich glaube, die kommt irgendwann, kommt die tatsächlich, aber die kann man besser auf Stufe 2 dann durchziehen. Wenn man möchte, kann man da Spinnschloss machen, aber ist auch nicht unbedingt notwendig. Ich ziehe einfach mal durch. Und ab und zu beißt dann mal einer.
Aber generell beißen die hier eher zaghaft, immer noch sehr zaghaft. Manchmal hat man Phasen, wo gar nichts geht, dann fängt man wieder zwei, drei Stück, dann geht wieder nix. Echt komisch. Ich muss auch sagen, dass die Dachse eigentlich generell so schon fast über den ganzen Fluss verteilt sind, bis auf, ja, wobei die Buckellachse sind auch weiter unten. Aber hier oben ist jetzt dann halt, was andere Lachse angeht, wenig los. Aber in den Abschnitten weiter stromab, von hier aus gesehen, sind eigentlich über eine komplette Strecke alle Lachsarten anzutreffen. Also ich stand überall und ich habe überall alle Lachse gefangen. Ich glaube, ganz unten, da seht ihr, da ist einer aus dem Wasser gesprungen und der hängt auch. Ich glaube, ganz unten in der Biegung gibt es vielleicht keine Keta-Lachse. Das könnte sein. Da habe ich, glaube ich, noch keinen gefangen. Aber hier haben wir den zweiten Buckellachs am Start mit der Crankbait. Aber ansonsten, wie gesagt, über die gesamte Strecke in dem Tümpel hier Königslachs, Silberlachs, Keta-Lachs auch ziemlich weit runter, aber ich glaube, die sind mehr so in der Mitte konzentriert. Buckellachs auch ziemlich weit bis nach unten. Also schon ordentlich was los. Was wir aber jetzt machen wollen, ist das Ding erstmal mit der Pose zu fangen. Haben wir hier die Eisschlau 300, aber eine für die nicht notwendig, weil nur 2 Kilo wiegen. Einzelhaken. Ich habe es erst mit dem 300-Haken versucht tatsächlich, aber da sind die zwar auch im Köder gewesen, man sieht die sehr gut, werden wir gleich sehen, aber die haben den nicht genommen. Beim Einzelhaken haben sie den genommen. Keine Ahnung, ob 3-0 vielleicht schon zu groß war, aber vielleicht kann man damit selektiv die Unis fangen, keine Ahnung. Garnelen als Köder stand netterweise unter meinem letzten Video in den Kommentaren, dass man die so fangen kann. Und deshalb stellen wir uns hier hin, weil die Strömung natürlich von da hinten kommt und nach da unten hin fließt. Und hier sind wir dann genau in der Strömung. Eigentlich sind wir hier so fast in der toten Zone, also wir haben ja so gut wie gar keine Strömung. Wir werfen das Ding mal ein bisschen hier ins Wasser. Und wenn wir Glück haben, sehen wir da gleich, wie ein Fisch da aufploppt. Aber ich habe jetzt natürlich schon wieder 2 gefangen, ne? Das ist immer so ein Ding. Immer wenn ich hier 2 fange, dann fange ich hier nicht mehr was. Ich weiß auch nicht warum. Immer, sobald ich 2 Buckelachse habe, aber das spawnt einer, ja? Ist einmal aus dem Wasser gejumpt. Ist jetzt an der Pose zugange. Und nimmt dann gleich hoffentlich den Köder. Ja, noch ist er da, ich sehe ihn noch. Und da zieht er auch ab und dann haben wir ihn. Ja, so kann man auch die Buckelachse fangen. Schön mit der Pose. Kann man sich aussuchen, was man lieber möchte. Der Haken sieht echt extrem klein aus eigentlich für das Maul. Deshalb wundert mich echt, dass der 3-0er Haken so verschmäht wurde. Trophäenfische lassen sich so auf jeden Fall auffangen. Habe ich auch schon erwischt, aber der einzigartige leider auch noch nicht dabei. Aber ich habe heute auch ehrlich gesagt viel versucht, die einzigartigen Forellen zu erwischen. Die sind mir aber auch nicht gelungen. Aber das sehen wir gleich warum. Der Spot war nicht so überzeugend und ich weiß nicht, ob es dann noch einen anderen gibt. Also ich habe bis jetzt an 2 Spots tatsächlich gefangen. Wie gesagt, hier oben mal eine vereinzelt. Aber nicht so, dass man die wirklich gezielt beangeln kann. Das ist an den anderen beiden Spots doch besser gewesen. Aber ziemlich schwer. Ziemlich schwer da zu angeln. Und auf Pose zu viel Strömung. Ich habe auch noch keine Forelle auf Pose gefangen. Ich muss noch mal ein paar Köder mehr durchtesten. Meistens knallen mir dann da Rotlachs oder sowas drauf. Und da kam Ruckler, aber ich glaube kein Fisch. Nee, den Fisch wird man sehen. Man könnte ihn natürlich auch stippen, ja. Also ist auch kein Ding. Man kann sich ja hier zur Not ins Wasser stellen. Oder man wirft ihn halt hier vor die Füße. Ist eigentlich egal. Eigentlich vollkommen irrelevant. Da kam eine Bugwelle und da ist auch der Lachs am Köder. Das heißt, da schwimmt er weg. Der war ein bisschen größer, glaube ich sogar. Der war tatsächlich ein bisschen größer, aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt verscheucht habe durch meinen Schnurrblasen, aber kann ich mir nicht vorstellen. Der war auf jeden Fall einer am Start.
Also in dem Durchgang da hinten, wo jetzt geradeaus durch, da sind die auf jeden Fall auch noch. Da springt er zum Beispiel raus. Einmal bis in den Himmel. Und dann Richtung Köder oder auch nicht. Ist auch schon wieder weg. Ne, der ist am Haken. So sieht er nämlich aus. Hat sich einmal kurz überschlagen. Und dann hängt er. Könnte sogar fast schon Trophäenfisch sein, oder? Ja. 3,8, gar kein schlechter. Ich glaube, das ist schon nah am Uni dran. Ich weiß gar nicht, wo die Unis losgehen. 5 Kilo oder so wahrscheinlich, denke ich mal. Vielleicht sogar 4. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das hier einer der besten, die ich bis jetzt gefangen habe mit 3,8. Also schon ein ordentlicher. Das soll es erstmal von den Buckelachsen aber gewesen sein. Wir switchen mal tatsächlich auf die Forellen. Dazu bauen wir aber um. Nehme mal wieder die Rute in der Hand. Dann den Jig-Kopf. Und die Nymphe. Wir nehmen erstmal die 7 cm, 7,5. Ich habe versucht, mit der 10er tatsächlich selektiv die Unis zu fangen. Aber ich habe damit halt viele Fehlbisse bekommen. Was jetzt fürs Video erstmal suboptimal wäre. Deshalb nehmen wir erstmal die kleinere. Aber man kann auf jeden Fall auch mit der 10 cm die Forellen fangen. Das ist kein Thema. Ich habe die aber auch noch nicht auf irgendwas anderes gefangen. Doch auf Spinner. Die Spinner gehen natürlich auch. Die Bullet Spinner. Damit sind die auch gar kein Problem. Aber so gefühlt sind die Nymphen vielleicht ein bisschen besser, aber ich habe halt auch viel mit den Nymphen geangelt. Vielleicht habe ich deshalb den Eindruck, dass sie damit besser laufen. Keine Ahnung. Kann sein, weiß ich nicht. Wir machen es erstmal auf der Seite hier und switchen dann gleich nochmal die Seite. Dann haben wir nämlich beide Spots. Jetzt mal ein bisschen Fußmarsch hier. Man hätte natürlich auch zu der Hütte da hinten spawnen können, dann einfach hier hochlaufen. Aber wir laufen mal hier. Dahin ist halt die Hütte, wenn du hier den Gang runterkommst. Denn normalerweise kommst du dann hier den Gang lang, wenn du eine Hütte spawnst und dann bist du hier an den Felsen. Und dann stellen wir uns einfach hier hin. Und so an diesem Felsen, da wo jetzt meine Rutenspitze ist, da so ein bisschen hinterwerfen. Dann treibt er hier so runter und kommt hier so hoch und hier in dem Pool hier vorne stehen auf jeden Fall sowohl die Stierforellen als auch die Dolly Warden, oder wie heißen sie? Ich weiß es nicht. Kann mir die Namen nicht merken. Auf jeden Fall die komischen anderen Forellen. Wir versuchen einfach meine zu fangen, dann sehen wir es ja. So gut 30 Meter oder sowas, ja, 26 soll auch passen. Da hinten beißen die eh noch nicht. Ganz selten, dass meine bei 20 Meter schon einsteigt. Die meisten sind tatsächlich erst hier vor den Füßen. Und das ist genau das Problem, dass die erst vor den Füßen sich für den Köder interessieren und man die dann nur noch ganz schwer landen kann. Weil man halt auch keinen Spielraum mehr hat, hier die nochmal irgendwie anzutitschen, den Köder oder sowas. Man kann dann halt mit der rechten Maustaste versuchen, noch ein bisschen zu spielen. Aber auch dafür ist es meistens schon zu spät. Da war schon mal keiner. Und ich habe natürlich auch versucht, mich da hinten hinzustellen und dann halt hier runterzuwerfen. Das Ding ist, sobald ich das mache, kriege ich keine Forelle mehr. Ich weiß nicht warum. Vielleicht war es Pech. Kann natürlich sein. Ja, also ich glaube schon, dass sie dann trotzdem noch hier sind. Deswegen, ich weiß halt nicht, wo genau die sich schon auf Anfang für den Köder zu interessieren. Ob die vielleicht sich ein bisschen weiter draußen interessieren. Ich habe es versucht, die halt von der Seite anzuwerfen, damit ich halt am Ufer lang fischen kann. Und die nicht erst vor den Füßen in den Spawn hier bekommen. Aber das hat nicht geklappt. Ich bin auf jeden Fall noch dran. Brauche natürlich noch die einzigartigen von denen. Und deshalb werden wir das natürlich weiterhin versuchen. Aber die scheinen gerade generell nicht zu wollen. Kann natürlich sein, dass das bei Sonne wieder ein bisschen anders ist. Oder vielleicht, dass sie später beißen. Weil die Beißzeit ja bis 21 Uhr jetzt nur noch steigt. Kann alles sein. Den Keterlachs, den gibt es auch noch auf der anderen Seite zu fangen, beziehungsweise kann man den auch von hier aus fangen. Ich glaube, von der anderen Seite sieht man das ein bisschen besser. Deshalb switchen wir gleich mal rüber. Aber von dem kommt heute sowieso das Uni-Video noch, deshalb können wir den erstmal außen vor lassen. Den Rotlachs habe ich auch als Uni. Der kommt aber dann vermutlich erst morgen. Aber die Forellen sind halt echt sehr, sehr zickig. Da fängst du halt ab und zu mal eine, aber viel ist halt echt anders.
Deshalb habe ich auch die einzigartigen noch nicht erwischt, leider. Ich glaube, da braucht man echt eine Menge Glück für. Die sieht man auch relativ selten im Chat. Im Vergleich zu dem anderen, aber kann natürlich auch daran liegen, dass alle nur den komischen Königslachs da fangen wollen, weil der halt mega viel Gold bringt und über 30 Kilo schwer wird. Und so eine Forelle. Aber wobei die Forellen, die werden auch gar nicht mal so klein. Ich glaube auch bis zu 10 Kilo. Aber es ist halt kein Vergleich zum Königslachs. Oder überhaupt zu den Lachsen. Deshalb mag es auch daran liegen, dass man die weniger im Chat sieht als die ganzen Lachse. Aber hier spawnt gerade auch gar nichts. Versuchen wir mal auf die anderen Seite zu gehen. Denn hier gibt es sie natürlich auch. Ah, hier. Ja, hier sehen wir es. Wenn wir uns hier so hinstellen, dann sehen wir hier quasi so eine Steinseite. Und halt von der anderen Uferseite gibt es auch so eine Steinseite. Und in dem Korridor dazwischen stehen halt diese Keta-Lachse. Da kann man die ganz gut fangen. Aber wir wollen hier vorne zu den dicken Steinen, denn auch hier ist das gleiche Problem. Die Forellen stehen direkt hier in dem Pool vor den Füßen. Deshalb muss man auch gar nicht so weit werfen. 20 Meter reichen vollkommen. Aber der Spawn ist halt echt mager. Der ist richtig mager. Ich könnte mich vielleicht noch ein bisschen zurückstellen. Ich glaube, ich stehe gerade ein bisschen nah im Wasser. Aber auch hier braucht man halt dann wirklich das Glück, halt eine Forelle zu erwischen. Wie gesagt, ich habe es versucht mit der Pose. Man kann die sogar von oben relativ gut hier reintreiben lassen. Und dann hängt die Pose hier. Aber alles, was ich gefangen habe, waren halt Rotlachse. Und Keta-Lachse tatsächlich auch. Ja, die habe ich auch gefangen. Aber eben keine Forelle. Ich muss noch mal ein bisschen rumprobieren. Ob ich vielleicht einen Köder finde oder ob das mehr Ausdauer erfordert, mit der Pose die Forellen zu fangen. Weil irgendwie muss man die, glaube ich, leichter fangen können als nur an diesen beiden Stellen hier und nur direkt vor den Füßen. Das ist nämlich absoluter Bullshit. Vor allem, wenn die so beißen wie jetzt. Ich habe sowieso manchmal den Eindruck, dass es hier irgendwie manchmal echt so richtige Todesphasen gibt, da starte ich auch das Spiel neu. Danach beißen die komischerweise direkt wieder, aber halt nur bis dann die nächste Phase einsetzt. Keine Ahnung, ob es vielleicht wirklich verbuggt ist ein bisschen. Aber ich glaube einfach, das sind dann so Phasen, wo nichts beißt. Und die sind vollkommen beabsichtigt. Aber man verzweifelt dann halt mit der Zeit, ne? Dann denkst du dir, boah, kann doch gar nicht sein. Warum fange ich denn jetzt nichts? Versuche doch. Aber es will dann halt einfach nicht klappen. Wie gesagt, die Forellen, die sind halt mega. Ich habe vielleicht am ganzen Tag, keine Ahnung, vielleicht habe ich gefangen, 10 oder so. Vielleicht auch ein paar mehr. Aber viele fängst du davon nicht. Ich versuch's mal mit dem Spinner nochmal. Oder Single Spoon, habe ich doch noch gar nicht versucht. Zumindest nicht auf Forelle. Aber erstmal bleiben wir beim Bullet Spinner. Mal gucken, was wir damit noch rausziehen. Bis jetzt haben wir nur die Buckellachse erwischt. Ich habe jetzt extra mal ein bisschen weiter geworfen. Vielleicht kriegen wir noch den Keta-Lachs dran. Hat zumindest geruckelt, aber der Biss ging ins Leere. Ich habe einmal kurz den Ausschlag gesehen, aber hängen bleiben wollte er nicht. Da kriegen wir diesmal keinen Hänger hier im Felsen. Normalerweise kriegst du immer einen Hänger. Aber diesmal wohl nicht. Haben wir Glück gehabt. Nur leider auch kein Fisch. Insofern hält sich da mit unserem Glück schon wieder in Grenzen. Nochmal weiter raus das Ganze.
Und da haben wir nochmal den Keterlachs zumindest. Wobei, hier kann man sich nie so sicher sein. Manchmal kriegst du ja auch noch einen Königslachs, aber das sieht echt aus wie ein Keterlachs, der ist so hell. Das kann der nur sein. Dann sehen wir den schon mal, den werden wir nachher noch im Video in einzigartig fangen. Da haben wir ihn mit seinen Streifen. Ach, so direkt ein Trophy hier. Mit den roten Streifen. Oh, am Schwanz werden sogar schwarz. Aus wie so ein Tiger. Haben wir den jetzt mal erwischt. Sehr gut. Aber die Forellen wollen tatsächlich nicht. Ich versuche das nochmal mit dem seitlich anwerfen. Da kriegen wir nämlich zumindest vielleicht ein paar Rotlachse noch als Beifang dazwischen. Wenn wir nämlich also hinwerfen irgendwo. Keine Ahnung. Ja, muss das nicht so genau sein. Da können wir noch ein paar Rotlachse rausziehen. Wenn die denn gnädig sind. Aber man fängt die halt echt immer in so Wellen. Die Keterlachse sind eigentlich schon relativ dankbar. Also die fängt man eigentlich ganz gut. Rotlachse mal so, Buckellachse sind eigentlich echt so ein das Dankbarste, aber halt auch das Kleinste. Von daher lohnt sich das nicht so ganz. Zumindest wenn man den Kescher voll machen will. Ja, man muss halt sich hier irgendwie so einen Weg durch die Steine suchen. Ist halt ein bisschen blöd, dass man hier auf die Felsen nicht drauf kann oder irgendwie mit der, dass hier nicht so eine Watthose gibt. Das wäre echt gut, wenn man hier ein bisschen reinwarten könnte. Dann könnte man das nämlich besser anwerfen. Ich könnte nämlich auch da hinten halt in den Forellenspot reinwerfen. Also dahinter werfen und dann da durchziehen, aber es wird halt doch ein bisschen zu sehr Richtung Ufer gedrängt. Aber die beißen ja auch direkt am Ufer, also. Ja, nur das Ding ist halt, sobald ich das mache, habe ich noch nie eine Forelle ranbekommen. Obwohl ich halt genau durch den Spot durchziehe, wo die halt beißen, wenn man davor steht. Natürlich hat man da mal ein paar Hänger und man geht mal über so einen Felsen drüber, aber gut, anders geht es halt nicht. Ich kann jetzt natürlich ein bisschen weiter rechts werfen in das freie Gebiet da rein. Aber glaubt nicht, dass ich das nicht auch schon versucht habe. Nur es will nicht. Also die Forellen, die werden mit Sicherheit noch einen Haufen Arbeit. Zumindest die einzigartigen. Und eine Menge Glück, von dem ich meistens sehr wenig habe. Aber auch da kommt gar kein Zupfer, kein bisschen, kein gar nichts. Wir können es mal mit der Pose gleich versuchen und die da reintreiben lassen. So. Schauen wir uns mal weiter nach hinten, oder? Aber müssen wir gar nicht mal so krass. Versuchen wir das nochmal. Aber Köder, Köder. Ich könnte Garnelen nehmen, dann fange ich die Rotlachse. Eintags fliegen Libellen. Ich versuche mal mit Libellen. Keine Ahnung, ob da was drauf geht. Ist auf jeden Fall für Forelle und Lachs, also. Versuch mal klug, ne? Ich mache aber mal ein bisschen tiefer. Aber so tief ist es auch nicht. Also 50 cm sollte schon passen. Und dann hauen wir das Ding. Warte mal. Ich kann das so ein bisschen näher. Ich kann das nicht so weit werfen, aber ich kann das da. Ich könnte das da schon hinpacken. So. Da, dann geben wir ein bisschen Schnur nach. Dann soll das hinter dem einen Felsen da rumtreiben. Reicht das schon? Geht man noch ein bisschen weiter nach. Muss dann hinter den Brauner kommen und dann treibt er halt genau da rechts. Zwischen die Felsen, natürlich kann ich auch näher rangehen, aber ich brauche halt den Winkel so ein bisschen, damit ich die Pose etwas vom Ufer abhalten kann.
Wenn ich mich gleich hier so nach rechts drehe, dann passt das schon. Da kann ich noch ein bisschen nachgeben, glaube ich. Und jetzt muss ich erstmal weiter nach rechts treiben, sonst bleibt er im grünen Felsen da hängen. Na gut, ist natürlich nicht so, dass ich ja noch nicht mit Libelle versucht habe, ja. Da habe ich bis jetzt auch nichts gefangen. Mit den Garnelen an der Stelle, wie gesagt, der Rotlachs. Aber Garnele, ach, aber Libelle und Eintagsfliege. Bisher relativ mau. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Na komm, bisschen weiter rechts kannst du aber treiben. Aber das Wasser ist da auch schon wieder relativ flach an den Felsen. Beziehungsweise bleibt an den Felsen dann so ein bisschen hängen immer. Und das dauert dann immer alles so ein bisschen. Ja, die Pose steht ja auch schief, wie wir sehen können. Das liegt nicht nur daran, dass sie jetzt in der Strömung steht. Aber auf Libelle, da tut sie auch gar nichts. Bin jetzt halt so ziemlich genau fast in dem Loch drin. Ich kann noch ein bisschen Schnur geben. Dann treibt er halt da hinten Richtung den braunen Felsen. Und der Beißen hat normalerweise die Forellen, aber mit der Pose eben nicht. Vielleicht noch andere Schief oder so, andere Uhrzeit. Ich weiß nicht, denn wir haben gerade auf Kunstköder auch keinen bekommen. Aber die sind halt auch extrem selten. Und jetzt hängt die Pose schon wieder nicht in der Strömung, sondern am Felsen, glaube ich. Ja, jetzt lässt sie sich mir aufs Wasser, jetzt wird es dazu flach tatsächlich. Das Ding ist, ich könnte es natürlich auch versuchen, dahin zu gehen, aber die, und dann halt vor mir zu angeln, aber das treibt so schnell ab. Und die Route ist zu kurz. Ich könnte es mit der längeren Route versuchen, aber die hat dann halt nicht so das krasse Gewicht, um halt die 10 Kilo Forelle daraus zu bekommen. Deshalb muss ich auch noch ein bisschen rumprobieren. Ich würde aber sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Vom Video Buckelachs auf jeden Fall erfolgreich, Keterlachs. Noch ein gefangen, von dem auch noch gleich das Uni-Video hinterher. Und Forelle müssen wir nochmal sehen. Müssen wir nochmal sehen. Ich werde mich da nochmal ransetzen. Nochmal versuchen, die irgendwie zu fangen. Vielleicht auch nochmal Part 3 hier machen. Und dann hoffentlich mehr Erfolg haben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Petri heil. Macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.